Ja, es wird ein guter Look. Das war Instant Karma. Das wird gut. Hi, ich bin Laura. Ich bin Ellie. Herzlich willkommen bei Unlikely. Ist immer noch so ein bisschen laut, ich weiß nicht. Aber ich glaube, es geht. Unsere Zuschauer werden ja auch nicht jünger. Ach so, hört ihr nicht mehr so gut? Glaube schon. Die hören nämlich auch nicht, wenn ein Video online geht. Die Glocke. Die Glocke, Leute, die Glocke. Vergesst ihr nicht, die Glocke. Die wichtige Glocke. Ja. Was machen wir heute, Laura? Ihr habt euch ja so sehr eine Sache gewünscht. Ey, ihr habt uns angeschrien. Mhm. Angeschrien habt ihr euch. Mich. Uns. Ihr habt uns angeschrien, Leute. Mhm. Wirklich. Make-up! Make-up! Wir wollen Make-up sehen! Wir haben so viel zu essen! Nee, ich esse nicht mehr so viel. Wir wollen Make-up! Das ist, glaube ich, doch an leiser Stelle. Und weil wir immer alles machen, was ihr sagt, machen wir jetzt Make-up. Genau, wir haben uns überlegt, um wieder reinzukommen in die Make-up-Welt, machen wir so eine kleine süße Challenge, weil ihr das ja immer ganz gerne guckt. Und wir dachten uns, wir sind sowieso schon so gestresst in unserem Leben. Ja. Lass doch noch gestresster sein und mal wieder Make-up-Roulette spielen und zwar auf Zeit. Toll. Sollen wir uns doch irgendwie so eine Challenge geben, dass wir einen bestimmten Look versuchen zu schminken oder so? Klar. Klar, Schwester. Ja, wir machen jetzt Make-up-Roulette auf Zeit. Das heißt, wir kriegen immer random eine Zeit, die wir haben für einen bestimmten Schritt. Das heißt zum Beispiel Augenbrauen, 5 Sekunden. Oh mein Gott, sollen wir mal Nägel auf Zeit machen mit einem Design? Nein. Sollen wir direkt mal anfangen? Sollen wir einfach anfangen? Ja! Hast du diese App noch? Ja. Ja, ich würde jetzt mal sagen, ich schmink mich kurz ab, weil ich habe noch Make-up von dem Tag drauf. Und du kannst ja gerne auch mal in der Zwischenzeit, weil du hast nicht so viel Make-up drauf, kannst du gerne mal gucken, was für einen Look wir schminken. Ja, klar. Wir sehen uns gleich wieder. 6 Stunden später. Aufgeregt. Ja, wir haben uns einen richtig, richtig coolen Look ausgesucht von der lieben Caro, aka North Carolina. Und zwar den hier. Den finden wir ziemlich nice, der passt auch gut zu meinen Haaren. Zu meinem Outfit irgendwie. Oh mein Gott, ja. Ich bin all black, passt auch. Ja. Mhm. Also wir werden heute eine kleine Karotte. Ist schon mal super. Ich liebe Karotten. Ich bin sehr gespannt, wie gut das auch tatsächlich wird. Ja. Weil wir haben hier halt leider Gottes Sachen wie, Cut Crease, habe ich richtig gesehen. Ja, das ist eine Cut Crease. Es ist, Ich weiß, was eine Cut Crease ist. Können wir kurz darüber reden? Ja, auf jeden Fall haben wir hier Zeiten wie 3 Sekunden, 5 Sekunden, 7 Sekunden. 7 Sekunden Cut Crease. Oh mein Gott. Mein Magen hat gebrummt. Hallo. Ich würde sagen, wir fangen einfach vorne an. Mit Foundation. Vorne. Ich dachte gerade vorne. Wo? Okay, Foundation, ja. Mit Foundation. Wir drehen jetzt beide am Rad. Ich bin so nervös. Weißt du warum? Weil wir haben schon so lange nicht mehr geschminkt. Die Leute haben recht. Die Leute haben recht. Okay, ready? Mhm. Okay, 30 Sekunden. 30? Okay. Okay, Laura. Ich stoppe deinen Timer und guck dir zu. 30 Sekunden und in der Zeit richtig gemütlich alles, ja? Weil ich habe ja Zeit. Bist du bereit? Ich habe kein Ja. Ja! Gut, dann starten wir in 3, 2, 1, go! Oh, ich habe da... I'm sorry. Okay. Irgendwie habe ich gerade gedacht, das ist bei 25, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ja, okay, Laura. Ich fang dann mal an, gemütlich. Was ist das? Auch eine Foundation? Ja. Was ist besser? Kommt auf deine Haut an. Bei mir funktioniert sie nicht so gut, bei dir vielleicht schon eher. Okay. Aber wenn nicht, du kannst es ja nochmal wegmachen. Habt ihr meine Haut gesehen? Viele, viele, viele Pickel. Ich sag euch eins, auch in meinem Alter gibt's die noch. Und wie findest du die Foundation? Die ist genau wie die Drop Foundation, so eine ölige, die ich zu Hause habe. Okay, ich glaube, ich bin jetzt zu weit in Ordnung. Ja, dann weitermachen mit Concealer, ja? Ja. Was war denn das? Ist einfach aufgehört. 10 Sekunden. Jedes Mal. Leute, Ellie hat ja so eine super Aufbewahrung hier. Wie lang machen wir das jetzt schon? Lang. Sehr lang. Ich habe immer noch nicht verstanden, wo ich was einsortieren muss. Also gut, bist du bereit? Wir starten in 3, 2, 1, go! 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Tisch ist voller Concealer, aber er ist zumindest da, wo er sein soll. Das ist cool. Ja,
Los geht's, Laura. So, dann probier ich doch auch mal deinen Concealer aus. Den habe ich noch nie probiert. Echt nicht? Nee, ich glaube nicht. Hab ich schon vielleicht lüge ich auch. Der sieht voll dunkel aus, oder? Geht. Ich glaube, mit dem macht man das nicht. Aber gut. Habe ich auch gemacht. Wobei, ich bin sehr oft faul, was meine Pinsel betrifft momentan. Okay, was machen wir als nächstes? Okay, ich würde sagen, vielleicht direkt das Augen-Make-up oder settet man erst? Was ja, macht man also erst? Also ich persönlich würde jetzt Kontur machen. Kontur? Weil ich nämlich keine Kontur mache. Okay, was sie sagt. Okay, ich drehe einfach. Komm, bringt ja alles nichts. Ach, komm schon. Tut mir leid. 15. 7 Sekunden Kontur. Bro. Ich mach was anderes. Ich hab noch nicht abgepudert. Ich kann das nicht. Ja. Ich kann. Ich bin bereit. Ich krieg's doch mal auf. Gut so. Wir starten mit deinem. In 3, 2, 1, go. Du musst mir runterzählen. 5, 4, 3, 2, 1. Wieso piepst das erst so spät? Weiß ich nicht, aber ich hab's geschafft. Oh ja, das ist richtig gut. Ich hätte gerne meine Nase konturiert, aber man kann nicht alles haben. Nein. Du weißt aber, dass du jetzt Puder aufflüssig machst, ne? Das ist ein bisschen schwieriger. Egal. 3, 2, 1, go. Gut, wir haben jetzt 13. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und fertig. Das sollte ein Sport sein. Aber sieht gut aus. Wenn du nichts dagegen hast, pudeln wir jetzt ab. Ja? Ist das in Ordnung? Puder kriege ich unbegrenzt. Nee, wir gucken mal, wir gucken mal. Okay, let's go. Okay, let's go. Ready? Was? 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 Diese Spiele hasst mich. Entschuldigung. Muss stark sein. Ich schwöre, ich hab damit nichts zu tun. Möchte nicht mehr reden. Kann ich den gleichen Pinsel nochmal benutzen? Klar. Cool. Ich brauche ein besseres Puder. Ich brauche ein anderes Puder. Hallo. Hallo. Das war gut, oder? Das war richtig gut. Pinsel. Klar. Der Stream läuft schon. Schaut alle bei Nico vorbei. Yeah. Soll ich dir einen Timer auf 3 Sekunden setzen? Klar. Auf die Plätze. Fertig. Los. Oh, Moment. Ups, sorry. Es hab fertig, glaube ich. Ich glaube, es ist fertig. Ja, ich glaube, es waren ungefähr 3 Sekunden. Vielleicht sogar ein bisschen weniger, wer weiß. Cool, ich habe ja Zeit. Ach so, du hast ja unbegrenzt. Ich wollte gerade einen Timer stellen, aber nein. Nein, Maus, das musst du nicht. Das ist heute nicht deine Aufgabe. Der piekst. Ich nehme den. Das ist nämlich auch ein Zoeva. Der ist ganz babyweich. Oh. Ja, ich glaube, das reicht. Also, aber es war, glaube ich, noch die beste Kategorie für 3 Sekunden, ja, oder? Das ja. Wir könnten Augenbrauen machen. Ich bin immer für Augenbrauen. Ich weiß nicht, ob ich dafür bin, nach meinem Glück hier, aber... Aber nach so einer Pechsträhne müsstest du jetzt auch langsam mal Glück haben. Ich habe Angst. Ich drück dir die Daumen. Könnte schlimmer sein. Es sind 30 Sekunden. Gut. Es ist nicht toll, aber es ist okay. Ja. Okay, kein Problem für mich. Ich bekomme das hin. Du hast tätowierte Augenbrauen, das sollte okay sein. Die hat orangene Augenbrauen. Wie soll ich denn das hinkriegen? Ich doch nicht. Ich würde sagen, dass die Augenbrauenfarbe sich den Haaren anpasst. Also musst du orange machen. Ungefähr. Wie lange habe ich? 30 Sekunden. Du hast 30, ich habe 3. Sollen wir erst meine machen? Können wir machen. 3, 2, 1, go. 2, 1, fertig. Wir haben mir diese kleine süße Palette hier rausgesucht. Ich würde sagen, die zwei hier könnten passen. Ja. Mal gucken, weil ich komme. Ich fange mit der dunkleren an, weil die passt am meisten zu meinen Haaren, würde ich behaupten. Okay. Dann habe ich 30 Sekunden. 30 Sekunden. Ich habe sie eingestellt. Auf die Plätze. Fertig. Los. Erstmal so eine grobe Farbe, dass die überhaupt drauf ist. 20, 10, 3, 2, 1 und stopp. Finde ich jetzt gar nicht so schlimm. Wow. 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 Ja, das passt aber wirklich gut zu meinen Haaren. Voll gut. Das ist eigentlich genau die richtige Farbe. Sollen wir Blush zuerst machen, sollen wir Augen zuerst machen? Sollen wir mal zu den Augen weitergehen? Ja, wie machen wir es bei den Augen? Dürfen wir zweimal für die Augen? Ich würde sagen ja, weil es sind zwei verschiedene Schritte. Einmal für die Farbe, einmal für die Cut Crease. Ist die Cut Crease silbrig oder weiß? Oder so. Könnte jetzt beides sein. Wir gucken mal, was wir haben. Das heißt, wir drehen für Augen-Make-up Nummer 1. Mhm, Augen-Make-up Teil 1. Bitte!
15 Sekunden. 15. Es tut mir voll leid für dich, ne? Also, weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich guck nicht. 7. Ja, es wird ein guter Look. Instant Karma. Das war Instant Karma. Das wird gut. Ich würde auch sagen, starte direkt. Willst du anfangen? Ja. Wie viele war es? 7 Sekunden. Ich starte. Ich hatte 15, ja? Ja. Würde dir die da raten? Die. 3, 2, 1, go. 5, 4, 3, 2, 1, stopp. Aber es ist orange. Es ist orange. Egal wie es ist orange. Ich habe das Doppelte an Zeit. Ja. Mal gucken, ob ich was daraus machen kann. Mal schauen, was wird. Auf die Plätze. Fertig. Los. Ah, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, fertig. Ich habe es auch nur oben geschafft, aber es ist orange. Ja. Okay, Nummer 2 ist die Cut Crease. Die Cut Crease. Ich weiß gerade nicht mal mehr, wie eine Cut Crease geht. Ich drehe schon mal. Nein. 15 Sekunden. Nein, oh Gott. Okay. Eine Minute. Das ist gut, Laura. Das ist eines der besten, die du haben kannst. Ja. Ich muss mal kurz gucken, was ich dafür benutzen kann. Oh mein Gott. Ich weiß auch nicht so richtig. Auf die Plätze. Fertig. Los. Ups. Gut machst du das. Gut machst du das. 9 Sekunden. Wir haben noch 5 Sekunden. Wir haben noch 3, 2, 1. Was? 0. Wie ging das bitte von 5 Sekunden auf 2, 1? Ja. Ich habe ausgesprochen, dann lief die Zeit ja weiter. Nein, nein, das war so. Ich habe 1 Minute, es wird auch nicht besser, glaub mir. Sag mir, wenn du fertig bist. Ich bin fertig mit den Nerven. 3, 2, 1, go. Ich weiß gar nicht, wie das hier geht. Du schaffst das. Ich weiß nicht so richtig hier. Sieht süß aus, erstmal. Hoffentlich rutschst du aus. Danke, Schwester, danke. Ihre Technik ist mit dem Finger. 5. 4. Oh mein Gott, die hat sich so erschrocken da draußen. 1. Das stopp. Das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Guck mal, wie das zusammenklebt. Alles. Das bröckelt gleich ab. Mhm. Das bröckelt ja ab. Folgendes. Sie hat auch einen Eyeliner und zwar einen weißen Eyeliner. War aber kein Scheiß. Was soll die Scheiße jetzt eigentlich hier? Das ist aber nur so ein Eck. Am Ende. Es ist kein voller Eyeliner. Also einfach nur so ein Wing. Genau, das nur der Wing. Wing. Das heißt, ich. 45 Sekunden. Wow. Jetzt kriege ich 45 Sekunden. Da hätte ich vielleicht nicht so viele gebraucht. Aber okay. Gut. Ich will mich nicht beschweren. 45 ist super. Ja. Das ist mein Spiel heute hier. Dann würde ich sagen, dann machen wir es wieder so, dass du anfängst. Und dann nehme ich einfach deinen Eyeliner. Ja. 3, 2, 1. So, wir haben jetzt noch gute 38. Freunde, da hat unsere Kamera einfach mal den Geist aufgegeben. Laura hat ihren Eyeliner in gefühlt genau der gleichen Zeit gemacht wie ich. Ich glaube, noch weniger. Aber ist jetzt nicht schlimm. Okay. Das heißt, wir machen jetzt Mascara. Hoffen wir mal, dass die Kamera jetzt nicht mehr aufhört. Ja, hoffe ich auch. Gucken wir mal. Gott, ich drück dir die Mascara. 7 Sekunden. Ach du Scheiße. Aber ist ja eh nur Mascara. So. 5. Dann darfst du anfangen. Danke. Okay, bist du ready? Nein. 3, 2, 1, go. 4, 3, 2, 1, stopp. Deine Wimpern sind schön, da braucht man auch nicht so viel Arbeit. Okay, auf die Plätze, fertig, los. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Das geht eigentlich. Okay. Jetzt haben wir aber noch eine tolle Kategorie, Laura. Ja. Sie hat nämlich Wimpern drauf. Nein, nein. No, God! Das hast du falsch gesehen. Deine Augen werden auch schlechter jetzt, auch mit dem Alter. Mhm. Ich würde mal sagen, ich drehe einfach in der Hoffnung, dass irgendwas Gutes kommt. Oh Gott, ich hab wirklich Angst. Ich hab 1 Minute. Oh, okay. Dürfen wir Wimpernkleber schon vorher drauf machen? Okay, sonst musst du 1 Minute warten. Ja, das geht ja nicht. Ich bete für dich gerade. Vielleicht hätte ich mal für mich beten sollen. Danke an den Make-up-Gott! Wow. Ich weiß nicht, das wievielte Mal sie jetzt schon unbegrenzt bekommen hat. Wirklich. Okay, Eddie hat jetzt 1 Minute Zeit. Mhm. Und es startet in 3, 2, 1,
Jetzt. Super. Aha. Ist das eine professionelle Zange zum Kleben? Mhm. Eigentlich sitzt es. Okay, 30 Sekunden. Bist du fertig? Mhm. Ich habe unbegrenzt. Mal schauen, wie lange ich brauche. Hasse Wimperkleben so brutalst. Ich glaube, wir haben zu viel geschnitten, Günze. Ja, Mila findet auch. Das ist Loki. Naja, gut, das ist jetzt nicht so gut geworden. Bin ich fertig? Mm, ja. Du hast unbegrenzt Zeit, ne? Oh, ich habe auch unbegrenzt keinen Bock auf Wimpern. Weißt du was? Ich guck einfach schon mal, wie viel Zeit ich für Blush haben werde. Wie wär's okay, damit? Und ich drück hier noch ein bisschen an den Wimpern rum. Genau, ich dreh mal. Eine Minute. Sollen wir so easy geschminkt in die Therme gehen? Bitte nicht. Für Blush? Ja. Cool. 5 Sekunden. Aber ist nicht schlimm bei Blush. Ist nicht schlimm. Oh. Ich will den Make-up bei Mario. Aber der ist nicht das teuer? Ja. Wie teuer? So Anastasia teuer? Irgendwo zwischen 20 und 30. Oh, das ist aber nicht... Nein, das ist nicht orange. Wir brauchen orange. Wie viel hatte ich jetzt schon wieder? Habe ich schon wieder vergessen. Eine Minute. Oh Gott, das wirst du nicht brauchen. Mhm. Auf die Plätze. Fertig. Los. Hupala, Entschuldigung. Das war ja mit Hindernis. So, sie hat auf jeden Fall hier so. Mhm. Ja. Ich würde mal so ein bisschen hier drüber gehen. Ja, würde ich auch sagen. Ja, so ein bisschen hier hoch. 25 Sekunden, 24. Das macht sie gut. 3, 2, 1, 0. Okay. Ich bin bereit. Okay. Ich haue drauf. 3, 2, 1, go. 5, 4, 3, 2, 1, stopp. Jetzt haben wir Highlighter. Sie hat auf jeden Fall ordentlich viel Highlighter drauf. Okay, ich drehe mal für Highlighter. Unbegrenzt. Cool. Dann kann ich ja ganz viel Highlighter drauf machen. 5 Sekunden. Gehen okay, aber auch bei Highlighter. Ja, Highlighter also, finde ich ehrlich, in Ordnung. Ich hier mitnehmen. Hm. Wie viele Sekunden war es bei dir? 5. Oh ja. 3, 2, 1, go. 4, 3, 2, 1, stopp. Jo, ich habe unbegrenzt. Das war auch ein guter Highlighter, ein guter. Viel Spaß beim Highlighten. Lass dir Zeit, wie du willst. Leider kann ich halt mit Highlighter auch nichts ausgleichen, weißt du? Da ich ja die Zeit habe, würde ich gerne noch so einen kleineren Pinsel, kriege ich noch so einen kleinen Pencil-Brush oder so. Das? Nee, aber ich nehme es. Ist okay für mich. Oh, hier ist wieder Mascara. Wo kommt die denn her? Gut, das muss man gescheit auftragen, ja, dass die nicht überall hinbröselt. Ah, okay. Vielleicht noch ein bisschen hier oben Highlighter. Wow. Da bin ich neidisch drauf. Jetzt fehlen eigentlich nur noch die Lippen, oder? Ja, und die sind bei ihr relativ simpel. Im Grunde so ein bisschen orange und dann Gloss. Und gucken wir doch mal, wie viel Zeit wir dafür haben, oder? 15 Sekunden. Okay, aber ich glaube, das schaffst du. Ja, ich denke auch. Tja, was soll ich sagen? Ich kann es selber nicht glauben. Sag mir, wenn du bereit bist. Ich muss erstmal alles aufbauen. Mhm. 3, 2, 1, go! 15. Okay. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sehr gut. Und du hast es? Wie viel? Unbegrenzt. Gibt's nicht auf meinem Timer. Was ist das? Ist das Lippenzeugs? Ja. Nee, das mag ich nicht. Guck mal, wie das bei mir aussieht. Ganz andere Farbe. Deswegen habe ich es voll ausgeblendet, weil es war bei mir auch so. Weil die hatte so ganz viel Glitzer. Ohne. Das ist kein Glitzer. Okay, ich bin fertig. Ja, sind das jetzt unsere fertigen Looks, oder? Ja, ich glaube auch. Sollen wir mal ganz nah rangehen? Ein bisschen posen, ein bisschen gucken, wie wir aussehen. Mhm, das sind also unsere fertigen Looks. Ja. Ganz ehrlich, für die Umstände, vor allen Dingen bei mir, Entschuldigung, aber ich hatte wirklich die Arschkarte hier. Das Geile ist, dass wenn man seine Cut Crease verkackt und dann Wimpern drüber hat, dann sieht man das gar nicht mehr so krass. So, dann ist es halt okay. Was du gerade machst, ist das Schlimmste, was wir das machen können. Ja, Freunde, ich finde, wir haben unsere Aufgabe gut gemacht. Der Look von Caro ist auch schön. Ich auch. Auch in der Wish-Version finde ich ihn immer noch ganz süß. Stimmt, ich bin AliExpress, du bist Wish. Ja. Mhm.
Bist du zufrieden? Ja, ich bin zufrieden. Ich hoffe, ihr schaut das Video an. Sonst bin ich noch mehr traurig. Dann bin ich enttäuscht und traurig. Das wäre halt schon schlimm. Das ist einfach so emotionale Erpressung hier. Und die haben sich das gewünscht, dann sollen sie sich's auch angucken. Wenn ihr euch gewünscht habt, dann schreibt es bitte in die Kommentare, dass ihr es euch gewünscht habt und euch freut. Ja. Wenn ihr euch auch gefreut habt, dann gebt uns gerne einen Daumen nach oben. Da freuen wir uns nämlich dann sehr. Ja. Und abonniert unseren Kanal. Nicht vergessen, auch die kleine Glocke aktivieren, um keine Uploads zu verpassen. Vielleicht macht ihr das einmal weg und nochmal neu. Ich habe das Gefühl, das wird nicht mehr so gut angezeigt bei euch. Na dann macht mal, wenn Laura das sagt. Auf jeden Fall würde ich sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis dann. Tschüss.